Es. Auftrag starten. Moin. Moin. Hier ist wieder euer Robin für euch. Ja, dieses Video nehme ich am Sonntag auf, aber freigeschaltet wird das erst am Montag. Ich habe ja gesagt, am heutigen Sonntag kommt kein Video mehr oder am gestrigen Sonntag. Weil ihr habt ziemlich viel Content. Skyrim. Vlog. Sauerstein, also Robin von Sauerstein, GTRP. Deswegen fahre ich heute noch mal ein bisschen LKW, sodass wir alles ein bisschen abgedeckt haben. Wir stehen hier auf jeden Fall mit unserem DAF. So. Da haben wir schön unser... Fehler beim Hinzufügen der Kontoraufträge. Ist okay. Fehler beim Hinzufügen der Kontoraufträge. Ja, ist okay. Nicht meckern. Oh, da haben wir Scheibenwischer. Seht ihr jetzt zwar nicht. So. Da vier Leuchten. Ja, das ist unser aktueller LKW. Jetzt wollen wir natürlich einen schönen Auftrag fahren. Das heißt, wir hüpfen rein. Und schauen, dass wir... fahren einfach mal hier runter zu Lock and Stick. Wir haben auf jeden Fall in den letzten Folgen so ein bisschen was gemacht. An unserem LKW. Und schauen mal, was wir für einen Auftrag bekommen. Schön fände ich jetzt einen Auftrag Richtung Istanbul runter. Ach, schauen wir mal. Tanken müssen wir natürlich auch vorher noch. Ist auf jeden Fall Tanke, glaube ich. Ihr seht's, aus Versehen links dran vorbeigefahren. So. Mal eben neben mir den Fernseher ausgemacht, der war doch ein bisschen hell. Das hat man in der Cam gesehen. Das ist natürlich nicht schön. So, einmal Kilometerstand, wie weit wir noch fahren können. Aber wir müssen eins weiter. So, Lock and Stick. Mal schauen. Ich habe auch keine Ahnung, wie lange diese Aufnahme jetzt wird. Schauen wir mal. Ah, das ist die Richtung. Das ist schön. Das ist schon die Richtung, die ich haben möchte. Trailer stehen. Da hat sich da versteckt.
Einmal rangekoppelt. Wie viele Tonnen sind es? 20 Tonnen. Kein Problem. Los geht's, sind ja nur 614 Kilometer. Okay, ich habe gerade gedacht, das passt nicht wegen dem Schild. Ah, passt doch. Wunderbar. Jetzt geht's schon mal Richtung Türkei. Da wo wir jetzt fahren, das ist eine Station vor Istanbul. Da gibt es nämlich so eine wunderschöne Mautstation, wo man immer eine Viertelstunde braucht, um da durchzukommen. Na, schauen wir mal. Können wir auf jeden Fall jetzt um 80 fahren. Aber trotzdem werde ich hier mal ein bisschen langsamer fahren, bis wir auf der Autobahn sind. Weil wir schlängeln uns natürlich hier. Können ja noch Bahnübergänge kommen und so weiter und so fort. Da hinten sehe ich auch schon ein paar Kreuzungsbereiche, wo wir abbiegen müssen, links und rechts. Und wir haben natürlich auch 20 Tonnen hinten drauf. Links ist eine Tankstelle im Bau. Können wir natürlich jetzt nicht dran fahren. So. Dann wollen wir hier mal so langsam Richtung Autobahn. Einmal hier durchs Wohngebiet. Einmal da reingequetscht zwischen Auto und LKW. Ja, nicht ohne diese Strecke mit KI-Verkehr. Ah, das kriegen wir alles schon hin. Bin ich auch noch nicht gefahren. Also wahrscheinlich schon mit dem anderen Profil. Aber das habe ich natürlich nicht mehr.
Und dahin ist auf jeden Fall eine Tankstelle, die nehme ich auf jeden Fall mal mit. Natürlich sofort die erste Zapfsäule. Ein Euro für einen Liter. Ist das okay? Schon durch die Mautstation. Eieieiei. Mal schauen. Ich weiß noch nicht, ob das die türkische Mautstation ist. Weil die türkische Mautstation ist um weitem größer. LKW. Das heißt, ich müsste wahrscheinlich hier gerade ausweichen. Bitte eins der beiden Wege. Okay, alles klar. Okay, 36 Tonnen, alles klar. Wunderbar. So, Grenzkontrolle. Okay, wunderbar. Ich wollte mal schon kurz gucken, ob das... schon die Grenzkontrolle Richtung Türkei ist. Aber ich glaube nicht. Weil die Mautstation in der Türkei ist um Welten größer. Jetzt schlängeln wir uns hier einmal durch. Der Beleuchtung.
Bulgaria. Okay. Also Bulgarien. Jetzt müssen wir uns da gleich unten durchschlängeln. Aussichtspunkt habe ich gefunden. Mal schauen, ob ich den gleich mitnehme. So, mal eben ganz langsam hier durch. Ja, mit der Beleuchtung ist hier ein bisschen schlecht. So, da rechts ist der Aussichtspunkt. Da ist der Aussichtspunkt. Natürlich eben mal schnell mit. Mal schauen. Die kriegt man nämlich immer schön ein bisschen was erklärt. Und ich kannte diese Brücke überhaupt nicht. Schöne Kamerafahrt. Schön, schön, schön. Schön gemacht, SCS. Ist das eine Hebebrücke oder so? Aber mit den Seilen und so? Keine Ahnung. Lass auf jeden Fall bis zum Ende durchlaufen. Kann ich jetzt überhaupt zurücksetzen? Aber jetzt ist natürlich das Problem. Der Kollege setzt auf jeden Fall dankbar zurück. Das ist doch schon mal gut. Ja, in der Zwischenzeit, wo wir uns das Video angeguckt haben, hat sich hier ein kleiner Stau gebildet. Ich habe mich nämlich schon die ganze Zeit gedacht, wer hupt denn der ganze Zeit? Einmal Maut bezahlen. 10 Euro. Schön, dass sich auch nur eine Schranke öffnet. Finde ich toll. Ich habe nämlich gedacht, beide Schranken öffnen sich.
Man kommt da ganz entspannt durch. Ihr seht, es ist einfach nur eine Schranke offen. So. Einmal schnell hier vorbeihupen. Und weiter geht's. Er hat uns jetzt ein bisschen Zeit gekostet, das Video war wunderschön. Jetzt wollen wir auf jeden Fall mal weiter. Richtung Türkei. Wahrscheinlich in der Türkei. Ja, mal schauen. Gehen wir auf jeden Fall erstmal auf die 70 km/h rein. Ah. Ja, sehr viel schöne Sachen, die wir bis jetzt schon erlebt haben in den 20 Minuten, die ich jetzt schon aufnehme. Ah, schön gemacht. Hier war ich echt noch nicht unterwegs. Mit der Beleuchtung. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Hier auch noch 500 Kilometer. Mit eventuell einer Mautstation. Hier wird es nämlich gleich einspurig. Aber sehr schöne Tour. Keine Ahnung, warum hier 50 ist. Aber okay. Ah, okay, hier wird es einspurig. Schauen wir mal, ob wir hier den Berg hochkommen. Ich habe natürlich jetzt einen stärkeren Motor drin und so weiter und so fort. Auf 70 mal den Tempomaten eingestellt. Dann können wir auch ganz entspannt fahren und genießen. Die Sonne geht so langsam auf in Bulgarien.
Australien. Veliko Tarnow. Was stand da? Veliko Tarnow. Kenne ich nicht, aber ja, schöner Name. Ich werde natürlich jetzt hinter mir den ganzen Verkehr aufhalten. Durchgezogene Linie, keiner darf überholen. Aber wo 70 ist, ist auch 70. Okay. Ich wollte schon sagen, da fährt doch ein Zug. Auch schön mit 70 FPS. Aufgenommen wird leider nur mit 60 FPS. Aber was nicht wird, kann ja noch werden. Jetzt schlängeln wir uns hier mal durch den Ort durch. Also da, wo kein Ort war, war 50, aber hier ist 80. Alles klar. Jetzt lassen wir uns mal eben ein bisschen ausrollen. Wieder nur einspurig. Ich habe gedacht, ich kann da rüberziehen, aber nein. Ich lasse den Tempomaten, glaube ich, mal eben aus. Weil ihr seht ja hier die Kurven. Ich möchte ja keinen Unfall bauen. Übrigens 430 Kilometer noch. Tempomat jetzt doch noch mal rein. Können wir ganz entspannt fahren. Ach, schöne Gegend hier, muss man sagen. Sind wir nicht mehr auf der 5, sondern auf der 55. Ich habe den Thermomat mal ganz schnell rausgenommen. Weil ich habe Angst, dass wir hier aus der Kurve geschmissen werden. Entspannt hier unsere Serpentinen sind es ja noch nicht. Aber ich fahre trotzdem hier mal ein bisschen langsamer. Weil wir haben ja Fertighauswände hinten drauf. Die sollen ja nicht kaputt gehen.
gesagt, wir haben ja auch noch einen Kredit abzubezahlen. Deswegen mal zwischendurch wieder ein paar Touren für euch, für mich, fürs Spiel. So, ich glaube, da hinten geht's auf die Autobahn. Alle vorbei. Können wir nämlich auch auf die 90 Stundenkilometer. Tempomat rein, fertig. 330 Kilometer noch. So, da hinten geht schon wieder runter für uns. Schade. Müssen wir gleich schon wieder abbremsen. Es war doch gerade so entspannend. So, dann mal schauen, dass wir ein bisschen runterbremsen. Links. Tempomat auch bei 70. Jetzt mal schauen, dass wir ganz entspannt hinterher kommen. So. Hier ist 50, das heißt, die KI bremst auch auf 50 ab. Der vor mir hat rechts geblunken, ist dann doch nicht abgebogen. Gut. Jetzt können wir auf jeden Fall wieder auf die 70 Stundenkilometer. Tempomat rein. Dann ganz entspannt rollen. Wie gesagt, es geht Richtung Türkei.
Solaranlagen, grüner Strom, ist ja aktuell echt wichtig. Und ich hoffe mal, wir kriegen gleich noch die große Mautstation zu sehen. Ihr habt die ja schon öfters bei mir in den Videos gesehen. Der Kollege biegt da links ab. Verabschieden wir mal mit der Hupe. Ja, ich würde mal fast behaupten, da vorne ist die große Mautstation. Oder einer der großen Mautstationen. Deswegen gehe ich auch schon mal runter vom Tempomaten. So, jetzt geht nämlich der Spaß los hier. Genau, Röntgenanlage haben wir jetzt erledigt. Schleusenverkehr, erst nach und nach reinfahren. So, Türkei steht da jetzt auch dran. In der Mitte. Türkei. Mal schön langsam durchfahren. Ja, Wiegestation habe ich verstanden. Immer noch 36 Tonnen. Eine sehr große und aufwendige Mautstation. Ab und zu gibt es dann auch so Wartehallen, wo man reinfahren muss. Richtige Untersuchungshallen. Natürlich Papierkontrolle, ist klar. Noch. Hier schön durch die Türkei. Ja, es gibt mehrere Mautstationen. Es gibt die kleineren Mautstationen in der Türkei und die größeren. Ich glaube, das ist die kleinere von beiden. Rechts runter.
90 Stundenkilometer. Bedankt hinter mir. Ihr seht zwar, da oben steht zwar Istanbul, aber eine Station vor Istanbul ist schon unser Ort, wo wir abgeben müssen, unsere Sachen. Dann einmal hier rüberziehen. Richtung Waage. Mal schauen, wie schwer wir sind. Wir müssten ja eigentlich immer noch 36 Tonnen schwer sein. Ja, alle LKWs, die lang wollen, müssen hier zur Waage. Türkische Regierung hier in Euro Truck Simulator. So, dann versuchen wir mal wieder auf 90 Stundenkilometer zu kommen. Stand schon Tekirdağ und Istanbul. Tekirdağ ist, glaube ich, der Vorort von Istanbul. Und genau da wollen wir hin. Ich hätte lieber eine Tour direkt nach Istanbul reingehabt. Aber ich kann ja beim nächsten Mal nach Istanbul reinfahren. Und dann passt das schon. So, Tempomat auf 90. Schön rollen lassen. Wir sind auf der Autobahn 03. Hinterher auch. Tankstelle brauchen wir nicht für die letzten 130 Kilometer. Wie gesagt, letzten 120 Kilometer. Ich hoffe, euch hat das Montagsvideo gefallen. Ich denke mal heute Abend noch Robin von Sauerstein am heutigen Montag. Oder auch nicht, ich muss mal schauen, wie ich es zeitlich schaffe. Aber jetzt fahren wir auf jeden Fall die letzten 110, 115 Kilometer weg. Ganz entspannt. Das Wetter ist natürlich schön, ich habe Regen komplett ausgeschaltet.
Istanbul geht es ja geradeaus weiter. Aber wir müssen ja zum Vorort von der Türkei. Von Istanbul. Also von der Hauptstadt von der Türkei. So, Mautstation. Ich hoffe mal nicht, dass wir schon wieder zur Liegestation müssen. Wir müssen immer ganz rechts durchfahren für LKWs, weil alle anderen Löcher passen wir nicht durch. Die letzten 70 Kilometer noch mal schnell beschleunigen. Auch wenn wir da vorne, glaube ich, schon wieder raus müssen. Und da kommt schon wieder eine Wiegestation. Wahrscheinlich will er wieder, dass wir gewogen werden. Ich kenne die doch hier. Ah, das ist auf der anderen Seite. Okay, gut. Aber ich denke mal, auf unserer Seite wird auch noch gleich eine Wiegestation kommen. Oder ein Kreisverkehr. So, links ist die Marina. Fahren. Sehr schön. Jetzt kriechen wir hier einmal kurz den Berg hoch. Mit unserem DAF. Ist jetzt auch ganz entspannt. Jetzt müsste da vorne ja gleich irgendwo eine Ausfahrt kommen. Jetzt bin ich zwar auf 90 Stundenkilometer, aber ihr seht es da hinten. Da ist Tiki-Tak. Da ist auch schon das rote Fähnchen. Mal hier um die Kurve. Und dann da vorne rein.
So. Das war unser schöner Auftrag. Und damit würde ich sagen, absatteln. Ausgezeichnet. Wunderbar. Jetzt schauen wir mal eben aktuelle Aufträge. Komm, nehmen wir jetzt auch noch an. So. Ich hatte mir eigentlich gedacht, ich fahre nur eine Tour. Aber wir haben es gerade 11.28 Uhr. Ich habe bis 12.30 Uhr Zeit, vorzuproduzieren, bevor ich heute am Sonntag, wo ich das vorproduziere für Montag. Sind nur 600 Kilometer. Wieder zurück nach Bukarest. Wieder 20 Tonnen. Und quasi dahin, wo wir gerade auch hergekommen sind. Das heißt, wir haben wieder die Mautstation und so weiter und so fort. Ich habe jetzt Bedford offen, da kann ich ja sehen, wann wir ankommen. Werden wir da gleich einmal wenden. Ziegelsteine, kennt ihr ja. Schön. Kriegen wir doch eine wundervolle Folge raus. Eieiei, Zungenbrecher. Trotzdem. Weil eigentlich reicht der Tank. So, einmal voll tanken. Sich.
So, jetzt stellen wir uns hier mal eben in den Stau ein. KI sich crasht, dauert das immer eine halbe Ewigkeit. Oh, sorry, ich hab den Bus. Nochmal bedankt, dass er mich reingelassen hat. Jetzt fahren wir diese Tour nochmal eben schnell zu Ende. Sind ja auch nur 600 Kilometer. Sehr schnell gemacht. Tempomat auf 90 und Abfahrt. Entspannte zwei Touren, die ihr am Montag seht. Ich nehme sie am Sonntag auf, damit ihr Montag ein bisschen Content habt. Weil bei die Weihnachtstage bin ich bei meiner Familie in Ramsdorf. Das heißt Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag beziehungsweise auch montags kommen dann keine Videos. Aber ich denke mal, das ist okay. Ich habe jetzt so viel Content hochgeladen die letzten Tage. Das müsste ja reichen. Wenn, habt ihr ja noch meine Playlists. Playlist Skyrim und so. So, Istanbul. Aber wir fahren ja nach Bukarest. Ich denke mal, das ist Bukarest. Solche langen Videos besser, kürzere Videos. Also ich fahre sie einfach nur, um sie aufzunehmen. Ob es jetzt ein oder zwei Touren sind, sind für mich eigentlich gleichgültig. So, wir haben ja gerade auf dem Weg Richtung unserer letzten Stelle ja schon diese Mautstation gesehen oder eher gesagt diese Wiegestation. Und jetzt tatsächlich, dass wir gewogen 34 Tonnen. So. Dann einmal hier durch den Tunnel durch. Mit Schwung hier hoch. Wunderbar. Und dann wieder auf die 90 Stundenkilometer. Istanbul ist ja recht. Wollen wir aber nicht hin. Wir müssen durch HGS durch. Ouch.
Wer baut die Mautstation denn so eng? Guck mal. Das kann doch hier keiner schaffen. Wahrscheinlich hätte ich doch rechts dran vorbeifahren sollen. Die KI ist wahrscheinlich so schlau, ganz normal durchzufahren. Aber so ist es jetzt nun mal. 0,1% Schaden, aber okay. Baustelle. Überall Sand, Schotter, Kies. So. Und ab auf die 90. Den Hinweg hat jetzt länger gedauert als der Rückweg. Ich setze natürlich auch dran, wie wir gleich an der Mautstation durchkommen. Ihr habt ja gerade die Mautstation hingesehen und wieder zurück. Wir haben ja jetzt wieder die beiden Mautstationen. Einmal, glaube ich, in Bulgarien und einmal hier in Türkei. Natürlich ein bisschen Zeit rauszuholen. Ankunftszeit offiziell 12.11 Uhr. Sagt BetV hier. Das finde ich doch schon mal gut. Schöne Zeit. Also gute 30 Minuten noch. Wenn wir gut durch die Mautstation kommen. Eben das Licht ein bisschen heller gemacht. Ja, das war's mit der Zeit rausholen. Jetzt haben wir da einen LKW in die Straße blockiert. Habe ich mir fast gedacht, dass er wieder reinzieht. Aber ich werde nicht mehr dran vorbeiziehen, weil ich eigentlich weiß, dass da vorne die Mautstation kommt. Und die Zollstation und was nicht alle dazu gehört. Stundenkilometer gekommen. Sehr schön. ...12 Uhr Ankunftszeit, aber ich denke mal 12 Uhr können wir nicht halten. 20 Minuten. Auch wenn es so 400 Kilometer sind. Nicht wundern, im Hintergrund schleudert die Waschmaschine. Die ist auch gleich fertig, die dürfte auch gleich anfangen zu piepen. Ob wir wieder, ich wollte schon sagen, ab wieder zur Waage. Ja, kann ja sein, dass ich was hinter die Steine versteckt habe. So.
deswegen wollen natürlich alle vor uns da durch. Und jetzt stellen wir uns mal hinten an. Alles super. So, mal eben schnell geguckt hinter mir, dass die alle vorbei können. Kilometer noch, ganz entspannt. Wir haben, glaube ich, alle keinen Bock auf die Mautstation. Deswegen fahren die auch alle da schon runter. Okay, man könnte auch geradeaus fahren. Aber ich schenke mich jetzt hier runter, okay? Wahrscheinlich schickt er mich durch die kleine Mautstation wie auf dem Hinweg. Geht das nämlich schneller. Finde ich gut. Ja, es gibt nämlich auch eine große Mautstation. Die ist doppelt so groß wie das, was ihr hier seht. So, einmal Papiere überprüfen. Wir uns mal hier durch. Schranke auf. Röntgenanlage auch erfolgreich abgeschlossen. Ist auch schön.
Republic of Bulgaria. Passport Control. Papiere. Ah, die in Bulgarien sind immer sehr flott mit der Kontrolle. Jetzt ist 50. Und ab da vorne ist 70. Wunderbar. Tempomat auf 70. Und dann ganz entspannt rollen. 330 Kilometer. Das ist genau die Strecke, die wir auch hingefahren sind. Aber jo, in die andere Richtung halt. Ein Grund auch, warum das heute am Sonntag nicht rauskommt. Ich denke mal, wir werden gleich bei 1,5 Stunden sein. Das sind dann immer zwischen 15 und 18 GB. Ich muss das hochladen, 1,5 Stunden. Dann muss das verarbeitet werden in Full HD, also in, nicht in, doch in Full HD 1080p 60 FPS. Das zieht sich dann immer wie Kaugummi. Deswegen schalte ich es auch erst morgen frei, auch wenn ich es heute wahrscheinlich schon freischalten könnte. Hier die 50, die verstehe ich immer nicht. Aber okay. Aber wir können jetzt ganz entspannt Richtung unser Ziel fahren, dass wir in knapp 20 Minuten erreichen werden. Nämlich Bukaresti. Wahrscheinlich Bukarest. Ja, der Kollege hinter mir kann auch hupen. Aber ich denke mal, den Hinweg, den haben wir länger, ein bisschen länger gebraucht, weil wir uns ja das Video angeguckt haben. Und ein bisschen hier, ein bisschen da, ein bisschen. So, 270 Kilometer noch. Warum soll ich denn hier mit 40 runterfahren? Doch gleich hier wieder 90. Flitzen lassen. Kommen wir doch ganz gut durch heute. Am heutigen Sonntag.
wenn ihr das Video wahrscheinlich guckt. Da vorne geht schon für uns wieder runter. Super, ihr beiden. Der Kollege muss jetzt erstmal zurücksetzen. Schön, dass die KI so schlau ist. Ihr habt es ja gesehen, eine Einstelle, wo ich gerade war, wo ich dieses Video geguckt habe, der Kollege hat, die KI hat zurückgesetzt. Früher hat die KI nicht zurückgesetzt. Also SCS hat echt gute Sachen eingebaut. Und die letzten 200 Kilometer noch. Ankunftszeit 12.07 Uhr. Jetzt schlängeln wir uns hier ein bisschen durchs Gebirge. Sagen, echt schöne Landschaft. Die Sonne geht auch so langsam unter. Ankunftszeit ist ja für 23 Uhr angedacht. Ja, 80 ist zwar hier freigegeben, aber ich bleibe jetzt hier mal auf Tempomat 70. Weil ihr seht es ja da vorne, die Kurven, die sind nicht ohne. Und es kommt ja auch KI-Verkehr entgegen. Das hier auch noch. Ja, 160, 170 Kilometer noch ganz entspannt. Ach komm, die Kriecherei, die ist doch nicht ganz so schön. Wenn da 80 steht, dann fahre ich auch 80. Tempomat auf 80. So sieht's aus. Kann ich ganze Zeit mit 70 kriechen und der Autofahrer hinter mir ist schon leicht genervt.
wieder gleich die Stelle, wo 50 ist. Ich immer noch nicht verstehe. Aber dahin kommt gleich diese 50er Stelle, nämlich genau hier. Die verstehe ich nicht. Die habe ich noch nie verstanden. Liebe Entwickler, warum ist hier 50? Wahrscheinlich wegen den Häusern da oben. Aber ich kann es euch echt nicht sagen. Auf jeden Fall geht die Sonne so langsam unter hier im Spiel. Das ist wahrscheinlich auch der Grund. Da waren so ein paar Häuserzeilen, die Wand. Und wahrscheinlich denkt er da, da ist innerorts. Okay. Jetzt kriechen wir einmal hier hoch. Auf die letzten Meter. Tempomat rein auf 70. Und dann die letzten 120 Kilometer. Jetzt hatten wir einen Sonnenaufgang im Spiel und einen Sonnenuntergang. Sehr schön. LKW-Fahrer. Und jetzt geht's rein durch den vorletzten Ort, wo wir durch müssen. Da könnte ich jetzt mit 50 vorbeischießen, also mit 80, 90. Aber bleiben wir mal realistisch. Sehen, dass da 80 ist. Und beschleunigen auch wieder auf 80. Ach ja, hier kommt ja gleich noch diese komische zweite Mautstation. Zoll und Maut. Aber okay. Jetzt gehen wir erstmal natürlich wieder auf 80 hoch. 80 darf man ja hier fahren. Vielleicht kriegen wir auch die Mautstation nicht mehr.
habe keine Ahnung. Da auf jeden Fall nur 70 Kilometer bis zum, zum Zielpunkt. Bis nach Bukarest oder Bukaresti, wie ihr es nennen wollt. So. Da vorne geht es nochmal rein in die Mautstation oder in die Zollstation. Muss ich natürlich hier ein bisschen runterbremsen. Das sind wieder die Schranken, die sich nur halbseitig öffnen. Eigentlich die Idee ist gut, aber wenn man ein bisschen Überbreite hat, schwierig. Seite war vorhin das Video, was wir gesehen haben, wo wir uns ein bisschen, wo wir ein bisschen das Verkehr aufgehalten haben. Ja, hier ist eigentlich nur 40, also solange keiner vor uns ist. Das wird vermeckert auch, ich bin zu schnell. Beweise ich doch. Mal durch die Grenzkontrolle wieder durch. Fahren Sie geradeaus weiter, um die Inspektion abzuschließen. Keine Ahnung. Muss ich gerade doch noch mal gucken.
Zu fahren? Nee, nee, nee. Fleißig ab. Wir können ja gleich einmal kurz gucken, auch in dieser Folge. Zwischendurch fahre ich natürlich auch mal offscreen, wenn ich mal keine Lust habe aufzunehmen. Schon das Fähnchen. Da fahren wir natürlich auch hin. Neun Kilometer noch. Ganz entspannt. Absatteln. Fortfahren. Jetzt will ich einmal noch schnell in die Bank gucken. 291.000 und 118.000 haben wir. Gut. Und mit diesem schönen Anblick meines Stuffs bis zum Michelin-Männchen sage ich Ciao mit Frau Robin. Tschüss.